Komponenten wie zum Beispiel Calcium-Aluminium-reiche Einschlüsse in Meteoriten deuten darauf hin, dass ursprünglich alles Material, das wir heute in Meteoriten finden, mal vollständig evaporiert war in der protoplanetaren Scheibe, also alles in einer Gasphase war, die entsprechend heiß gewesen sein muss. Wenn diese Gasphase anfängt abzukühlen, beginnen auch die Elemente in dieser Gasphase der Reihe nach auszukondensieren, dann finden sich diese Elemente und es kondensieren entsprechend auch die Minerale in einer gewissen Sequenz aus. Und so eine Kondensationssequenz lässt sich thermodynamisch berechnen und das ist einmal hier in diesem Diagramm dargestellt. Ihr nehmt entlang der X-Achse die Temperatur hier nach rechts zu, das heißt hier bei hohen Temperaturen ist praktisch alles in der Gasphase kondensiert. Auf der Y-Achse ist dargestellt der kondensierte Anteil eines Gases, also wie viel vom Gas ist kondensiert in der Festphase. Und dieses Gas hat eine initiale Ci-Zusammensetzung. Ja, also man nimmt einfach an, man hat einen Ci-Chondriten und der ist von der Zusammensetzung, der ist vollständig evaporiert. Solche Rechnungen hängen natürlich noch von weiteren Umgebungsparametern ab, beispielsweise dem Druck. Hier könnte man annehmen, Druck von 100 Pascal, das ist so ein typischer Druck. Und etwas, das nennt sich Dust-to-Gas-Ratio, also Staub-Gas-Verhältnis. Je mehr Staub da ist, desto sauerstoffreicher, weil im Staub meistens Silikate sind. Das heißt, je mehr Staub da ist, ist die Sauerstofffugazität höher. Wenn weniger Staub da ist, ist die Sauerstofffugazität geringer. Das heißt, hohes Staub-Gas-Verhältnis oxidierend, geringeres ist reduzierend. Und abhängig davon ändert sich diese Sequenz hier ein bisschen. Meist nicht so, dass sich eine Sequenz vollständig umkehrt, dann ändert sich zum Beispiel ein bisschen die X-Achse, also wo genau die Temperaturen liegen beispielsweise. Jetzt schauen wir uns diese Kondensationssequenz einmal an. Also bei hohen Temperaturen beginnen zuerst die refraktären Elemente zu kondensieren. Dazu gehören beispielsweise Calcium, Aluminium, Titan oder die seltenen Erden. Entsprechend kondensiert hier Korund, Hipponit, Perovskit, Galenit, Spinel, Akkermannit. Das sind alles Calcium-Aluminium-reiche Phasen. Diese Calcium-Aluminium-reichen Phasen bilden anschließend die CAIs. Das heißt, das hier ist alles das Material, aus dem später sich oder das später die CAIs bildet. Jetzt sind Calcium und Aluminium in ihren Häufigkeiten ungefähr eine Größenordnung unter den Hauptelementen. Und das ist der Grund, weshalb von diesen Mineralen und weshalb auch die CAIs mindestens eine Größenordnung in etwas seltener sind als die Hauptelemente. Noch ein bisschen mehr, da auch diese Elemente in anderen Phasen vorkommen, wie Feldspat oder sonst irgendwas, das erst bei geringeren Temperaturen kondensiert. Aber generell, das hier alles sind mal so die CAIs. Dann geht die Kondensation also in diese Richtung hier weiter zu geringeren Temperaturen. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns eine Gleichgewichtskondensation an. Das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt sind Gas und Festphase im Gleichgewicht. Das bedeutet auch, dass Minerale, die bei hohen Temperaturen gebildet wurden, vollständig reagieren zu Mineralen, die bei geringeren Temperaturen stabil sind. Das heißt, diese Hochtemperaturminerale sind im Zweifel später komplett verschwunden und nicht mehr vorhanden. Das ist in der Realität natürlich nicht so. In der Realität ist eher so, dass man eine fraktionierte Kondensation hat. Das heißt, nur ein Teil der Hochtemperaturphasen reagiert mit dem umgebenden Nebel und ein Teil davon bleibt übrig, reliktisch. Das CAI-Material ist im Grunde sozusagen was Reliktisches. Das bleibt dann übrig. Das ist, wie es in der Natur passiert. Um das ganze System erstmal zu verstehen, um ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie generell die Kondensation abläuft, ist es aber durchaus sinnvoll, sich diese Gleichgewichtskondensation anzuschauen. Es stellt auch einen gewissen Endglied dar. Also das wäre, so sieht die Kondensationssequenz aus, wenn es im Gleichgewicht ist. Und dann kann man anfangen, immer ein bisschen zu fraktionieren und sieht dann, wie sich die Sequenz hier eventuell verändert. Also jetzt geht es weiter in der Gleichgewichtskondensation zu geringeren Temperaturen. Und dann liest man das Diagramm wie folgt. Also man zeichnet zum Beispiel, wenn man bei dieser Temperatur hier ist, bei 1350 Kelvin, zeichnet man zum Beispiel eine Linie ein. Und dann liest man ab, das hier ist die Menge an kondensierten Eisen-Nickel-Metall. Das Gelbe, das hier ist die Menge an kondensierten Forsterit.
der blaue Teil, dann kommt hier Pyroxen und dann unten noch Anorthit. Das heißt, bei dieser Temperatur gibt es noch überhaupt gar kein Enstatit. Es gibt im Grunde genommen Metall, Forsterit, etwas Calciumpyroxen, Anorthit. Anorthit, kalziumreicher Feldspat, ist die Hochtemperaturversion des Feldspats. Dann geht die Kondensation weiter und dann ist man vielleicht bei dieser Temperatur hier, also bei 1275 Grad. Und dann hat man diesen Anteil an Metall. Man sieht, da hat sich kaum was geändert. Ist vielleicht ein bisschen was dazugekommen, aber nicht viel. Aber im Forster hat sich sehr viel geändert. Der ist sehr viel weniger geworden. Weil Ci, Magnesium-Silizium-Verhältnis, ist ungefähr 1. Das entspricht dem Magnesium-Silizium-Verhältnis von Enstatit. Olivin entsteht zuerst, hat zwar ein Magnesium-Silizium von 2, aber reagiert dann eben mit dem Nebel, mit dem verbleibenden Gas, das zunächst erstmal siliziumreich wird, um Enstatit zu bilden. Und das ist dann plötzlich der gesamte Enstatit, der auftritt, also sehr viel. Und dann eben noch, wie gesagt, Calcium, Pyroxen und Anorthit. Und dann verschiebt sich das weiter und so weiter. Und so lässt sich dieses Diagramm dann lesen, wie sich eben die Mineralhäufigkeiten hier gegenseitig verschieben. Und diese ganzen Hauptelemente und die Minerale, die hier entstehen, Forsterit, Pyroxen und so weiter, die bilden dann die Hauptkomponenten in den Meteoriten. Und das sind natürlich Chondren und Matrix. Also alles das hier ist praktisch das Material, das dann Chondren und Matrix bildet. In Chondren und Matrix sind ja auch Metalle vorhanden oder Sulfide vorhanden, die bei diesem Ganzen hier entstehen. Und das ist, wie die Gleichgewichtskondensation funktioniert. Wie gesagt, damit bekommt man eine Idee für die Kondensationssequenz in der Realität. Und man findet auch sehr viele Hinweise darauf in den Chondren, in Zonierungen, mineralogischen, chemischen Zonierungen und so weiter, dass es keine Gleichgewichtskondensation war, sondern eine fraktionierte Kondensation. Aber hier im Ungefähren das zu erstmal zu sehen, ist sehr gut. Und was man sich hier merken sollte, ist eben zunächst diese Calcium-Aluminium-Minerale, die hier entstehen und später die, um die CAIs dann aufbauen und später die Hauptminerale, Phosphorit, Olivin, Pyroxen und so weiter, die dann die Hauptkomponenten aufbauen, wie Chondren und Matrix. Und das ist dann die Gleichgewichtskonzentration.